Hallo, Minecraft-Freunde. Herzlich willkommen zurück. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, denn es kam einfach plötzlich komplett ohne Vorwarnung keine Videos mehr. Und naja, es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Es war immer so eintönig dasselbe Video aufnehmen, rendern. Dann hatte keinen Spaß mehr gemacht und dann kam noch die Schule dazu, wo ich teilweise echt viel lernen musste und bis 18 Uhr abends oder so nichts anderes zu tun hatte als die Schulsachen. Aber jetzt sind Osterferien, das heißt, ich dachte mir, okay, ich probiere was Neues aus. Die Videos werden kürzer, werden also immer 5 bis 10 Minuten Clips, dafür interessanter geschnittene. Außerdem spiele ich ab jetzt mit Texture Pack und ich brauche natürlich etwas, worauf ich spielen kann. Und darum dachte ich mir, was war bis jetzt der geilste Server, auf dem ich gespielt habe? Das war Skybound, richtig. Also dachte ich mir, okay, was gibt es Besseres, als einfach mal eine neue Staffel hier auf Skybound zu starten? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe da noch Savage. Ich habe da schon mal ein bisschen begonnen, damit ich nicht wieder von vorne anfangen muss und es wirklich ein bisschen interessanter wird. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar Leute mit auf diesen Server kommen, denn es fehlt hier echt an Spielern. Und zwar spiele ich auf dem wunderschönen Server Steampunk. Ich habe da schon ordentlich Sachen. Eine Insel, okay, meine Insel ist noch nicht so anschaulich. Momentan bin ich auf der Insel von einem Mate, der Lucromant. Und da haben wir schon ein bisschen begonnen zu bauen. Dann habe ich hier wieder eine Transmography Potion Farm gebaut. Hier ist ein schöner Cobble Generator. Momentan ist das hier unser größtes Projekt. Das hier ist ein Lager oder wird ein Lager. Und es wird halt wirklich ein großes Lager. Hier habe ich schon mal ein paar Blöcke eingelagert. Hier drüben weiß ich noch nicht genau, was ich hier mache. Hier kommt ein PvP-Zeug hin und wir haben da schon mal ein bisschen Dust gesammelt. Ansonsten so ein paar Sachen, dass es schöner aussieht. Hier in der Ecke ist noch nichts. Das da ist auch noch nicht fertig. Und die Treppe nach oben ist auch noch nichts. Was auch noch toll ist, ich habe hier das Turkey-Set. Damit kann ich fliegen immer, ohne Orb of Fly. Und falls ich meine Aufnahme Night Vision brauche, hier habe ich noch eine Rüstung immer dabei, die mir Night Vision gibt. Die Sachen, die ich meinte, mit besser geschnitten. Creeper. Oh, 2 Creeper Spawning. Hier seht ihr dieses eklige Wasserbecken. Das würde ich halt gerne wegmachen. Normalerweise würde ich das dann halt so machen. Zack, zack, zack. Und dann immer rausnehmen. Aber ich sagte ja schön geschnitten. Da ist das anders. Da stellt man sich hin, macht Schnips. Und dann macht es plupp. Und es ist einfach alles. Es ist einfach alles aufgeräumt. Genau so muss das sein. Ich erzähle mal so ein bisschen was Neues. Ich weiß auch noch nicht, was alles neu ist. Also erstmal die Ore-Seeds, die sind gleich geblieben. Davon haben wir auch hier ein paar. Dann gibt es so eine coole Spitzhacke, die feiere ich total. Reindeer Poop. Dann macht es plupp und dann ist einfach so ein Haufen Erze. Das hier ist übrigens meine OP-Spitzhacke. Sie hat leider kein Fortune 6, aber Efficiency 5, Unbreaking 5, Magic Touch, Upgrade 10 und Autosmelt. Das ist eins der besten, die man, eine der besten, die man so haben kann. Das Einzige, was noch besser geht, ist mit Fortune 6. Was gibt es Neues? Einerseits, was ich sehr cool finde, ein Autosmelter. Man tut Kohle als Treibstoff rein. Ihr seht, momentan haben wir ein Fuel von 10.000. Das ist echt viel. Und dann tut man das Zeug rein, was man schmelzen will. Und es kommt verdammt schnell raus. Schaut es euch an. 9 Gold Ingots, 12, 15. Sind immer 6 pro Sekunde. 6 Items pro Sekunde. Überlegt euch das mal, das geht übelst schnell. Man packt da ein paar Stacks Sand rein und es dauert 2 Minuten und alles ist durch. In meiner Vault habe ich noch ein paar coole Sachen. Zum Beispiel die Erze-Pickaxe. Die hat die Verzauberung Stone Mansion. Ah, guck mal, da ist gerade mein Mate reingelaufen. Hallo! Dieses Stone Mansion Enchanting macht, dass man alle Erze, die man abbaut, automatisch wieder durch Cleanstone ersetzt. Das ist super praktisch, damit kann man dann solche großen Flächen hier machen. Und dann einfach langgehen und mit der Pickaxe das alles abbauen. Und es wird wieder direkt zu Cleanstone und dann kann man wieder langlaufen. Ah, das ist so schön. Was gibt's noch? Ich bin jetzt Level 38. Ich weiß nicht, ob ich prestigen will. Mir geht es hier nicht so ums Leveln. Ich finde das wichtiger, so ein bisschen Geld zu machen und zu farmen. Hier sind wir gerade dabei, ein paar Profitshops zu machen. Das heißt, gerade wenn ihr hier begonnen wollt zu spielen, kommt hierher und gönnt euch diese Profitshops. Da kann man Enderperlen und Eisen für einen billigeren Preis kaufen, als man sie verkauft. Und wie bekommen wir die Sachen eigentlich? Dafür hole ich mal einen Orb of Fly.
und gönn mir Night Vision. Iron Golems Bohne, momentan 3 Stück. Schöner Grinder dazu. Die droppen ganz klassisch Eisen und Poppies. Können auch Eisenblöcke droppen. Außerdem können alle Spawner jetzt von den Monstern her ihre Spawner nochmal droppen. Also du könntest zum Beispiel aus Eisengolems Eisengolem-Spawner ziehen. Außerdem droppen sie auch mal Eisenblöcke. Und natürlich droppt jedes Monster auch ihren Kopf Witch-Spawner. Momentan haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Witch-Spawner. Diese droppen Dust. Davon nicht wenig, aber sieht man gerade nicht. Doch, hier sieht man es. Ich habe nämlich die Kisten neulich alle ausgeleert. Dann natürlich Creeper-Spawner. 1, 2, 3, 4 Stück. Die droppen, was Creeper so droppen. Creeper-Spawner-Eggs und Gunpowder. Gunpowder hat mein Mate natürlich gerade netterweise verkauft. Enderman-Spawner. 3 bis 4 mal 9 Stück. Die letzten 4 hier habe ich noch gar nicht gesehen. 1, 2, 3, 4. Plus 27, dann haben wir 31 Enderman-Spawner. Das ist nicht schlecht. Und die Endermans droppen ganz klassisch Enderperlen, Endstone, Enderspawn-Eggs, Enderman-Spawn-Eggs. Das ist so ein kleines System, was wir hier übrigens haben. Zuerst wird diese Kiste befüllt. Die können wir dann zum Beispiel für den Profit-Shop nehmen. Und danach werden erst die hier befüllt. Ah, hier seht ihr noch ein cooles Item, was auch rauskommt. Das sind die Pearl-Fragment. Die nimmt man, muss man im Alchemist zersetzen. Und ihr seht, da kommt echt viel Arcane Dust raus. Doppel-Chests voller Dust. Ich würde euch auch gerne noch mein God-Looting-Sword zeigen. Das hat Looting 6, aber geht leider nicht. Weil das hat Luca gerade im Inventar, um Challenges zu machen. Der versucht sich nämlich noch diese Woche zu prestigen. Das werde ich vielleicht auch mal machen, so als Challenge. Nachdem ich Prestige 1 habe, innerhalb von eine Woche oder so Max Level zu werden. Das wäre dann auch was, wo ich Spenden oder sowas gerne annehme. Denn zu den Spenden noch schnell eine Sache. Erstens, also mich könnt ihr immer anschreiben. Ob ich zurückschreibe, ist so eine Sache. Denn ich bin hier gelegentlich mal AFK, weil wir halt Spawner haben. Und vor allem bekomme ich immer sehr, sehr viele MSGs. Das heißt, es könnte sein, dass ich nicht zurückschreibe. Seid dann bitte nicht beleidigt oder sowas. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, wenn ich nicht gerade AFK war. Konnte halt nur nicht antworten. Oh, das war eine echt dumme Frage. Also so Sachen wie, kann ich auf deine Insel? Kritisch. Und ein paar solche Fragen werde ich auch in der nächsten Folge nochmal klären. Und dann wird hier auch mal ein bisschen Inhalt reinkommen. Und ein paar so Sachen, die ich hier vorhabe, werde ich dann auch mal sagen. Aber da, wie gesagt, 5 Minuten Clips mein Ziel ist, werde ich das bei dieser Folge einfach mal belassen. Und verabschiede mich hier auf unsere wunderschönen Transmogrify Potion Farm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.